Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Quiz-Duell-Video und heute gibt es das Weltraum-Quiz und ich glaube, das wurde deshalb gemacht, weil ja letzte Woche ja ein Bild von einem schwarzen Loch gemacht wurde, das erste überhaupt. Also ist man schon ein Stück weitergekommen in der Weltraumforschung und mal schauen, wie viel ich über ja, den Weltraum weiß. Wir starten mit dem mit der ersten Frage und diese habe ich eigentlich gerade beantwortet schon. Schwarzes Loch, ganz klar. Wussten auch 85%, was ist keine wichtige Voraussetzung für astronomische Beobachtungen? Eine Atmosphäre, ein feuchter Boden, okay. Wer entdeckte die Gesetzmäßigkeiten, nach denen sich Planeten um die Sonne bewegen? Da muss ich raten, da habe ich keine Ahnung. Weiter geht's jetzt also mit Runde 2. Und folgender Frage. Welcher Planet hat mit ca. 450 Grad die durchschnittlich höchste Oberflächentemperatur? Das ist Venus. Geteilte Antworten. 31% haben auch Merkur genommen, aber die Mehrheit hat dann Venus genommen. Wie nennt man den wohl markantesten Teil eines Kometen? Ein Schweif, wussten auch 88%. Die vier häufigsten Elemente im Universum sind auch die vier häufigsten Elemente auf der Erde. Wasserstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff und Stickstoff. Somit alle drei Fragen richtig beantwortet in der zweiten Runde, also läuft ganz ordentlich. Es kann jetzt also weitergehen mit Runde 3. Vier Fragen bisher richtig, das ist eine ja, ganz gute Quote. Wo hat die Europäische Weltraumorganisation ESA ihr Hauptquartier? In Madrid sagen wir einfach mal, nein, es ist tatsächlich Paris. Welcher Form ähnelt eine 2015 entdeckte Fläche aus Stickstoffeis auf dem Zwergplaneten Pluto? Herz, okay. Auch hier keine Ahnung gehabt. Wo setzte eine chinesische Sonde Anfang des Jahres erstmals in der Geschichte der Raumfahrt auf? War es nicht Rückseite des Erdmondes? Tatsächlich ist das richtig. Zumindest eine Frage richtig beantwortet in Runde 3. Nach 3 Runden also 5 Fragen richtig, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Weiter geht's jetzt mit der vierten Runde. Wie heißt der deutsche Astronaut, der unter anderem den europäischen Hitzesommer 2018 von der Internationalen Raumstation dokumentierte? Das war Alexander Gerst, ganz klar. Wussten auch 83%. Wie nennt man solche Erscheinungen im Weltall? Nebel, okay. Welcher Planet wird aufgrund seiner stark geneigten Rotationsachse auch als rollender Planet bezeichnet? Das ist der Uranus. Und somit zwei Fragen richtig in 104. Also es läuft auf jeden Fall. Dann machen wir jetzt also weiter mit dem Weltraumquiz. Runde 15 wert. Schauen wir mal, welche Fragen jetzt drankommen. Worauf ist es zurückzuführen, dass alle Planeten eine Kugelform haben? Schwerkraft. Okay, hätte ich auch drauf kommen können. Dann nächste Frage. Er präsentiert unter anderem die TV-Serie Unser Kosmos. Wie heißt der Astrophysiker? Einfach irgendwie raten, aber das war falsch. In welchem Monat ist der Abstand zwischen Erde und Sonne am größten? Januar, März, Juli oder September? März? Es ist tatsächlich der Juli, okay. Aber Team Deutschland hat Januar als meistgegebene Antwort genommen. Okay, also das war auch ziemlich eng da. Somit erste Runde, in der ich keine einzige Frage richtig habe. Letzte Runde im Weltraumquiz kann jetzt also schon starten. Was bewegt sich mit etwa 10.000 km/h durch das Weltall? Unsere Erde, würde ich einfach mal sagen, und das ist sogar richtig. Und ja, Team Deutschland hat als meistgegebene Antwort Licht genommen. Die waren sich da tatsächlich etwas uneinig. Dann, vorletzte Frage. Welche Mondphase ist eine Grundvoraussetzung für eine Mondfinsternis, wie man sie zum Beispiel am 21. Januar 2019 sehen konnte?
Vollmond. Okay, wie nennt man einen Gesteinsbrocken aus dem All, der die Erdoberfläche erreicht? Das ist ein Meteorit. Wussten auch 70%. Insgesamt kann ich auf jeden Fall zufrieden sein mit diesem Quiz. 9 Fragen von 18 richtig beantwortet. Das heißt, die Hälfte der Fragen waren richtig und das ist immer so ein bisschen, ja, mein Anspruch auf jeden Fall. Man sieht, Team Deutschland hat nur 2 Fragen falsch beantwortet. Also da, wie immer, starke Leistung. Das sieht man auch, dass ziemlich viele schlaue Mitspieler es gibt im Quizduell. Ganz klar. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.